Herzlich willkommen zum 70. Video auf meinem Kanal. Neumond am 1. April 2022 um 6.24 Uhr erstellt für Berlin. Die Protagonistengruppe des Krieges in der Ukraine stellt sich in der Öffentlichkeit und festigt ihre Standpunkte sehr beharrlich. Konfrontation statt Dialog und einer friedlichen Lösung stehen bis zum nächsten Vollmond mindestens noch im Vordergrund. Die Gefahr des planetaren Suizids wegen Profit- und Machtgier und dem Festhalten an überholten Handlungskonzepten ist derzeit eindeutig gegeben. Die Weichen für den Stier ab dem 21.04. werden jetzt gestellt. Also anders gesagt, wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, da Frieden reinzubringen, geht der Krieg mindestens noch bis zum Jahresende. Ich gehe dann weiter in den Bereich Nummer 6, astrologische Biografiearbeit. Und hier bekommt ihr direkt im Anschluss an das Neumond-Horoskop die zweite Sache von Ukraine, David gegen Russland, Goliath, Biografie von Wladimir Zelensky und kontra Putin. Und ich habe hinten dran geschrieben, Harry Potter kontra Voldemort. Den Vergleich werde ich euch nachher erklären. Er hinkt ein bisschen, das ist klar. Aber es ist eine Unterscheidung von Gut und Böse, die wir nicht treffen können. Und man muss einfach sehen, dass wir nicht jetzt erst in den Krieg eingetreten sind, sondern diesen Krieg gibt es schon seit 2015. Und ich werde heute auch mal die Nebendarsteller in Anführungszeichen erwähnen, denn die sind auch extrem spannend. Und da gibt es welche, die wirklich den Ländern jeweils was Gutes tun wollen. Das betrifft Russland ebenso wie die Ukraine oder umgekehrt. Und dann gibt es halt auch die, die in ihrer eigene Tasche arbeiten und sich sozusagen als Global Player in eigener Agenda verstehen. Und mein Name ist Pim. Wie immer fange ich mit dem Überblick an über das Neumond-Horoskop. Und da haben wir eine sehr eindeutige Ausrichtung. Wir haben ein Horoskop, das sich im letzten Viertel, im letzten Quadranten sozusagen bewegt. Also wenn man ein Horoskop einteilt vom Aszendent zum Deszendenten und dann so also wie einen großen Kuchen einmal in der Mitte durchschneidet und dann macht man den 90-Grad-Winkel sozusagen vom MC zum IC, dann haben wir vier Teile im Horoskop und im Moment haben wir tatsächlich eine Betonung dieses vierten Teils. Und da kann man sagen, es ist einfach eine Situation, in die wir noch hineinwachsen. Und das gefällt mir natürlich gar nicht, weil in Kriegssituationen hineinzuwachsen, teuer, das ist irgendwie nicht so der Bringer. Die Planeten drängeln sich sehr stark und beginnen mit dem 10. Haus, mit Pluto im Steinbock, wo also der MC auch praktisch fast drauf ist. Dann kommen Saturn, Mars und Venus. Und da werden wir nachher noch tatsächlich drauf zu sprechen kommen, wenn ich das Horoskop von Zelensky damit drauf setze und drauf projiziere. Das war das mit dem russischen Bären. Zelensky hat sich in, ich sag jetzt mal, der Presse dazu geäußert, dass er möglicherweise das Haupttarget der russischen Armee ist. Ich muss dazu wirklich sagen, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als der Mann. Er ist in Gefahr, in akuter Lebensgefahr, wenn ich diese Position angucke und sein Horoskop nachher damit zunehme, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, er ist eher in Gefahr aus dem eigenen Land. Und die Gefahr wird kommen in dem Moment, wo sich die ganze Sache etwas beruhigt hat und wo das Ganze so erstmal wirkt, als ob es eine Entspannung für alle geben könnte. Dann sehe ich den Mann eher gefährdet. Weil jetzt innerhalb der Kriegssituation, der aktuellen Kriegshandlung, ist es tatsächlich so, dass Leute, die nicht auf ihn stehen, ihn tatsächlich gewähren lassen, weil die Leisetreter, von denen wir hier reden, die möchten gar nicht so sehr in den Vordergrund treten. Dann geht es weiter mit den Fischen. Wir sind raus aus den Fischen, was die Sonne und den Mond angeht. Da bin ich sehr froh, dass diese Vollmond- und Neumondphase durch ist. Auf der einen Seite, wir haben aber noch Jupiter und Neptun in den Fischen im 11. Haus. Und im 11. Haus bedeutet, dass man kann sich nicht sicher sein, wer eigentlich Alliierter und wer tatsächlich Gegner ist. Und das bezieht sich eben dann auch auf diese Geschichte, die ich da gerade eben mal so angedeutet habe. Dann gehen wir weiter ins 12. Haus. Und so ein großes 12. Haus ist einfach, der Krieg findet immer noch nicht, ich sag jetzt mal einfach,
in so einer Öffentlichkeit statt. Der Schwelbrand, ne? Man muss sich das vorstellen, so wie wenn so in einem Gebäude so eine Elektronik gelegt ist unter den ganzen Wänden und da fängt es an, einen Schwelbrand zu geben. Bis man den bemerkt und bis das wirklich nach außen wirklich so richtig prägnant ist, hat man viele Anzeichen, es fallen elektrische Systeme aus, es geht das ein oder andere kaputt, aber du bist noch nicht so richtig in den Auswirkungen drin. Und da haben wir den Merkur im Widder, wir haben Sonne und Mond im Widder, logisch, das ist die Neumondposition, wir haben Chiron im Widder. Das ist eine Anspielung auf die europäische Verletzung durch den Zweiten Weltkrieg. Denn jetzt haben wir eine Situation, damals ging der Zweite Weltkrieg ja von Deutschland sozusagen aus. Und es wurde zwischen Russland und Deutschland alles, was dazwischen war, ich nenne es jetzt mal sehr salopp, geteilt. Jetzt haben wir eine Situation, dass Deutschland sich anders positioniert tatsächlich und ja versucht, Länder wie Polen, die Ukraine, Litauen, Lettland und so weiter auch als NATO-Bündnispartner zu unterstützen. Und das ist eine ganz andere Gemengelage, die aber auf dem historischen Punkt von dem Zweiten Weltkrieg immer noch fußt, ne? Also dass sich daraus entwickelt hat. Und wer da ein historisches Bewusstsein für hat, ja, für den ist das eine Situation, die eben jetzt auch dominant ist. Dann haben wir im 12. Haus auch noch Uranus im Stier. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die merkt man jetzt so Stück für Stück, so ganz langsam kriepeln die so hoch. Und zwar eben, dass Versorgungsengpässe entstehen, dass Leute wieder Hamsterkäufe machen, Toilettenpapier und Öl einlagern. Ich weiß nicht, wer auf den sinnfreien Einfall gekommen ist, Rapsöl zu bunkern. Wie kann man so blöd sein, Leute, im Ernst? Wir haben immer noch mehr als genug Zeug da. Und seid mal ein bisschen fairer, ja. Also ich stehe teilweise wirklich davor und frage mich, geht's noch? Was passiert hier gerade? Und ähnlich wie in der Pandemie wird es jetzt auch so laufen, dass wir Situationen haben werden, wo eben Menschen hinterrücks ihre eigene private Agenda durchziehen. Das ist auch was. Wenn du ein starkes 12. Haus hast, dann sind viele Dinge nicht in der Öffentlichkeit kommuniziert, die vielleicht der Öffentlichkeit aber ein ganz anderes Bild vermitteln würden zu dem Thema. 12. Haus steht auch für Medien und Presse, genauso wie das 11. Haus. Und wir haben halt da die meisten Planeten drin. Und die Art und Weise, wie jetzt schon wieder in der Presse agiert wird, ist schon sehr einseitig. Also ich habe heute einen Artikel gelesen, als ich aufgemacht habe bei web.de. Da ging es um eine SPD-Abgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern. Die wird jetzt auf einmal mit ihrem russischen ursprünglichen Familiennamen angeredet. Und habe auf der ARD da eine Seite, also dieser Text, der alleine dort formuliert ist, das war so widerliche Propaganda, wo ich einfach nur noch so dachte, meine Güte. Egal, was diese Frau da ist oder hat oder tut, so redet man nicht mit einem anderen Menschen, ja. Also ich blende das Ding mal ein an dieser Stelle und muss ehrlich sagen, ich war schon ziemlich entsetzt. Also das, was halt auffällt, ich habe jetzt also auch noch ein Foto rausgesucht mit Putin, der angeblich fürchterlich krank ist. Dann eben, wie gesagt, diese Dame da aus Mecklenburg-Vorpommern. Und dann führe ich noch ein drittes Foto ein über den Ukraine-Botschafter, der eben jetzt anfängt, da sich mit Frank-Walter Steinmeier rumzuschlagen. Das ist das, was ich ganz am Anfang meinte. Wir haben jetzt also schon wieder so eine Gruppe von Personen, die sich darüber profilieren. Und das nervt einfach ungemein und man ist einfach nur noch opportun, wenn man pro Ukraine ist und gegen Russland und bla bla bla. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben eigentlich die Verpflichtung zur Deeskalation und das tut hier gerade schon wieder keiner mehr. Und das halte ich für ganz, ganz schädlich und für mich geht das in eine völlig verkehrte Richtung. Aber jetzt gehen wir weiter und gucken uns die nächsten Aspekte an von dem Horoskop. Und zwar schauen wir uns jetzt mal Aszendent und Deszendent an. Die sitzen nämlich genau auf dem Übergang zwischen Stier und Zwillinge als Aszendent und zwischen Skorpion und Schütze am Deszendenten. Und sowas, wenn es so genau auf der Spitze von dem jeweiligen Tierkreiszeichen ist, heißt es, die Leute hängen so dazwischen fest. Und der Stier ist ganz traditionell, der möchte einfach seine alten Werte bewahren und seine Werte behalten und seine Kooperationen aufrechterhalten, die über viele Jahre ja auch zwischen Deutschland und Russland entstanden sind und Deutschland und der Ukraine. Da ist eigentlich viel mit Handelsabkommen, da sind einfach wirklich vielfältige Kontakte und Dialoge entstanden und dieser Krieg, der macht gerade wirklich für nichts und niemanden auch nur ansatzweise einen Nutzen. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt, wie gesagt, auch schon die Profiteure, die sich da im Hintergrund Geld reinziehen. Und in dem Moment, wo zum Beispiel Deutschland oder auch andere europäische Länder oder westliche Länder Waffen in die Ukraine reinschieben und nach Möglichkeit am besten noch nicht mehr gebrauchte von uns, also was eine hinterfotzige Art ist, die ist kaum noch zu toppen, ganz nebenbei,
Ja, in dem Moment ist einfach jede Form von Dialog schon durch. Und das ist ein ganz gefährlicher Weg, der gerade eingeschlagen wird. Es wird vergessen, dass wir noch in der Situation wären, Gespräche zu führen. Und diese Gespräche finden nicht in der richtigen und angemessenen Form statt. Die Leute, die miteinander reden müssten, sitzen nicht an einem Tisch. Und man kann sich da jetzt die Schuld hin und her schieben, wie man möchte. Fakt ist, sie tun es nicht. Und ich werde ja nachher auf die Biografie von Herrn Zelensky eingehen. Und da kann ich nur ganz klar sagen, es ist total spannend, wenn man nämlich diesen Neumond hier dann für Kiew nochmal berechnet. Das werde ich nachher dann auch zeigen, das Bild. Dann haben wir nämlich plötzlich noch eine ganz eindeutigere Situation zu dem, was meine Meinung ist. Und ich bin der Meinung, Herr Zelensky wäre die Person, die den Dialog mit Wladimir Putin suchen könnte. Die beiden zusammen, ja. Aber dann mischen sich hier wirklich schon zu viele andere Kräfte rein. Und Zelensky ist tatsächlich derjenige, der in irgendeiner Form mit Putin ins Gespräch treten muss. Und der andere, der Putin, müsste von seinem absolut hohen Ross und seiner unglaublichen Überheblichkeit Abstand nehmen, um dieses Gespräch zu suchen. Und ich nehme jetzt ein bisschen vorweg, was meine persönliche Meinung dazu ist. Ich denke, wir bräuchten die Ukraine ähnlich neutral wie die Schweiz. Und das hätte bestimmte Möglichkeiten, um einfach auch Ruhe reinzubringen. Und diese Idee, die ja schon öfter diskutiert wurde, die finde ich nach wie vor gut. Warum muss dieses Land unbedingt in die NATO? Das kann ich nicht ganz für mich nachvollziehen. Ich verstehe, aus welcher politischen Historie das entstanden ist. Da kommen wir nachher drauf, wenn ich mit euch über die Biografie von Zelensky spreche. Aber es ist nichts, was zur Lösung führt und nichts, was zur Deeskalation führt. So, und ja, Transformation und Veränderung ist eigentlich das wichtigste und große Thema, das mit der ganzen Ukraine-Krise zusammenhängt. Eine Form der Unabhängigkeit einzelner Staaten zu finden und trotzdem eine Zusammenarbeit zwischen den Menschen zu ermöglichen. Und ja, je nachdem, wohin wir uns da gerade bewegen, geht es tatsächlich darum, wie kriegt man die Menschen wieder an einen Tisch, wie kriegt man da wieder einen Dialog rein. Ja, weil verarscht werden im Endeffekt alle und das führt zu keinerlei Lösung. So, und wenn jetzt also der Aszendent und der Deszendent so genau auf der Linie zwischen zwei T-Kreiszeichen stehen, dann ist es wirklich Stillstand. Dann findet kein Gespräch statt, jedenfalls kein vordergründig offizielles. Das, was das 12. Haus eigentlich auch schon bestätigt, dass so voll ist. Es finden im Hintergrund Gespräche statt, es wird geguckt, es wird aussondiert, es wird sich versucht anzunähern. Aber es kommen auch ganz viele Schuldzuweisungen bei der ganzen Geschichte hoch und das zeigt sich da und da ist leider überhaupt noch keine Lösung in Sicht. Ich habe mir den Vollmond noch nicht angeguckt, der im April kommt. Vielleicht bringt der eine Möglichkeit. Also man sagt ganz oft, im Neumond steigen die Themen ein und dann wird es hochgepusht, bis der Vollmond da ist, also so die nächsten 14 Tage. Und wenn man dann schlau ist und die Gelegenheit nutzt und wirklich ins Gespräch geht, hätte man die Möglichkeit zum nächsten Neumond hin, also Neumond im Stier, das, was ich eben auch gesagt habe, bis der Stier anfängt, sollte man sowas dann in den Dialog geführt haben. Weil wenn es im Stier nicht in den Dialog geführt wird, dann haben wir da im Stier den Uranus und dann wird das Ganze einfach aufbrechen. Ja, Zelensky hat so schön gesagt, er glaubt nicht, dass Putin seine Atomwaffen einsetzt. Nee, das glaube ich auch nicht, weil das würde auch zu Selbstzerstörung führen. Aber die anderen Waffen, die wir haben, reichen ja auch schon aus, um überall wirklich das ganze Ding zu zertrümmern. Und dann hat Europa ein Afghanistan in Anführungszeichen direkt vor der Haustür. Und das Einzige, was dabei rauskommt, sind traumatisierte Menschen und Flüchtlinge. Und da kommen wir auch noch mal zu einem ganz wichtigen Punkt. Zwölftes Haus, großes zwölftes Haus, wie wir das hier haben. Und diese Aszendent-Deszendent-Situation zeigt auch eine Situation, die ignoriert worden ist in der Vergangenheit. Und wenn wir jetzt vom Ukraine-Konflikt sprechen, dann stimmt das ja so nicht. Der Ukraine-Konflikt erstens geht natürlich schon über viele Jahrhunderte, weil Kiew halt von den meisten Russen als Basis ihrer Nationalität angesehen wird, ja. Aber wir haben auf der anderen Seite eben auch mit 2015, als alles sich auf Afrika konzentriert hat und auf die Flüchtlinge aus diesen Ländern dort, eigentlich schon den ersten Konflikt 2014, 2015. Wir haben auch immer noch dieselben Protagonisten da. Denn neben Zelensky sollte man auch einen guten Blick werfen auf die Brüder Klitschko. Da komme ich auch später nochmal dazu. Dann wäre es auch schlau, man guckt sich mal den russischen Außenminister Lavrov genau an. Und Putin ist definitiv vielschichtiger, als wir auf den ersten Blick meinen. Und alle die waren ja auch 2015 schon da. Und das
ist eine Sache, die wird gerne mal kurz ignoriert. Und ja, wie gesagt, es ist im Moment nicht möglich, in einen vernünftigen, sinnvollen Dialog zu gehen. Wenn der Merkur so steht, wie er jetzt da in dem Horoskop dargestellt ist, nämlich genau mit Sonne und Mond zusammen, dann nennt man das einen verbrannten Merkur. Und ein verbrannter Merkur führt nur zu Missverständnissen, zu falschen Beschuldigungen, zu Anschuldigungen und. Und gleichzeitig ist dieser Merkur im 12. Haus auch ein Verweis auf die Zwillinge am Aszendenten, nehme ich die jetzt einfach mal so. Und da heißt eigentlich, Kommunikation sollte entstehen. Und die Kommunikation, die nötig ist, wird gerade ganz gezielt vermieden. Und wie gesagt, ich komme es jetzt nur von astrologischer Sicht aus und gucke es mir auch nur auf der Ebene an. Ich habe keine Ahnung, wie man an der Stelle in einen vernünftigen Dialog eintreten soll. Das muss ich leider auch ganz klar sagen. Aber das wäre das, was eigentlich dran wäre. Und die Zerstörung von Zivilbevölkerungseigentum, egal wo, und dieses Zwingen der Soldaten, dass sie in den Krieg ziehen müssen, etc., etc., ist mit Sicherheit nicht das, was die Welt jetzt braucht. Und ist leider genau das, was, wenn die Deppen so weitermachen, wir kriegen werden. Und da kriege ich einfach nur noch Magenschmerzen. So, dann gucke ich mir jetzt das da in dem grünen Quadrat an. Das ist Steinbock am MC mit Pluto am MC. Und da würde man jetzt sagen, das 10. Haus steht für das Auftreten in der Öffentlichkeit. Ja, und da kann man ja nur ganz klar sagen, ja, Fakt ist, wir wissen alle, dass es dort einen Krieg gibt und wir wissen alle, dass da Menschen sterben und dass es dort um strukturelle Themen geht. Ja, mehr ist zu dem MC nicht zu sagen und es ist einfach nur noch gruselig, wie ja, deutlich es uns vor Augen steht. Und wie gleichzeitig immer noch so eine Art Schockstarre existiert, denn noch ist es ja nicht so, dass es wirklich arbeitet. Ja, wir haben jetzt im Moment die ersten Auswirkungen. Wie gesagt, dass man so ein paar Sachen nicht mehr kriegt, dass die Leute wieder anfangen zu hamstern. Aber das ist natürlich im Verhältnis zu dem, was noch auf uns zukommen wird, meiner unmaßgeblichen Meinung nach, tja, relativ geringfügig. Was sich für mich an der Stelle auch zeigt, ist, sind zum Beispiel diese erhöhten Preise für Benzin und ähnliche Geschichten. Und ich frage mich aber trotzdem, so schlecht beliefert sind wir nicht. Wir haben ja nicht nur aus der Ukraine und aus Russland die Sachen bekommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Art und Weise, wie jetzt die Benzinpreise und überhaupt die Energiepreise steigen, so von der Begründung her, ob das so stimmt, dass es ausschließlich mit Lieferengpässen zu tun hat. Da wage ich mal zu sagen, dass es ähnlich läuft wie damals mit den Corona-Masken oder was jetzt auch insgesamt kommt. Da kriegen wir als Bevölkerung mal wieder nur ein Zehntel von dem erzählt, was uns eigentlich erzählt werden sollte. Und da schackern meiner Meinung nach eben auch Leute mit viel Geld im Hintergrund. Und was wir ja allgemein haben, das ist ein ganz großes Problem, was ich finde, was auch sehr, sehr stark wird. Wir haben eigentlich keine Regierungen mehr weltweit, in denen nicht ganz massive Korruption läuft und in denen es nicht normal ist, für Beamte nur ihr eigenes Fündchen zu schützen. Und das ist ein weltweites Problem. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn das hier weiter eskaliert, dann haben wir tatsächlich eine Situation, in der eben diese Form der Korruption auch nicht mehr funktioniert oder stärker wird. Und ich hoffe einfach, dass, also ich habe so das Gefühl, es wird nochmal anziehen, wenn es schwieriger wird, Sachen zu beschaffen und das wird schwieriger werden, dann wird das nochmal anziehen in negative Richtung. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es sich aber auch in der Revolte entlädt und bestimmte Personen einfach gegangen werden, drücken wir es mal so aus. Es wäre eine Erleichterung. Und für Deutschland ist es wirklich so, ich habe in den 16 Jahren, in denen jetzt Merkel regiert hat, immer das Gefühl gehabt, es wird immer verfilzter, verfilzter und verfilzter. Mit so ganz einfachen Dingen wie Arbeitsrecht und dann Hartz-IV-Geschichten. Also alles, was wir halt als normale Bürger mitbekommen und finanzieren. Und wir haben so eine Führungselite, die einfach überhaupt nicht mehr mitkriegt, was Phase ist. Und die auch einfach nicht ehrlich sind, die nicht qualifiziert sind. Und jetzt scheitern diese Leute an ihrer mangelnden Qualifikation im Angesicht dieses ja, aufziehenden Kriegessturms und der jetzt einfach mal über Europa hinweg fegt und noch abgebremst wird durch die Ostblockstaaten, die ehemaligen. Aber das wird sich ausweiten. In diesem Zusammenhang habe ich auch noch von dem Präsidenten von Belarus gelesen, dass der sich versucht hat, mehr rauszuhalten aus den Kriegshandlungen und sich von Putin nicht hat so einwickeln lassen wollen und sich nicht so wirklich hat beteiligen wollen, obwohl sie sich angeblich verpflichtet sind. Ich habe keine Ahnung, wie aktuell das Ganze noch ist und ob der sich da immer noch schön zurückhält. Aber es wäre wünschenswert, wenn er das tut, weil egal, was er sonst so an Autokratie in seinem Land macht, das nicht mitmachen an dieser Stelle.
ist respektvoll. Also das, was einfach wirklich immer wichtiger wird, ist, dass innerhalb der Bevölkerung der Widerstand wachsen muss und dass man sich nach Möglichkeit verweigern sollte, da in den Krieg zu ziehen. Ist leichter gesagt als getan, aus der sicheren europäischen Sicht heraus. Und dann bin ich auch noch eine Frau. Damit werde ich sowieso mit Sicherheit nicht eingezogen. Aber ja, das kann man ganz klar so sagen. Und eine Sache sage ich euch auch ganz ehrlich, glaubt bitte nicht, dass Putin verrückt ist. Kein Stück. Der weiß leider ziemlich genau, was er tut. Und der russische Bär ist da noch sehr, sehr aktiv und hat auch deutlich mehr Möglichkeiten, als wir im Moment vermuten. Das nächste ist jetzt genauer auf das Tierkreiszeichen Fische zu sehen. Das ist ein Wasserzeichen, deswegen habe ich da diesen Tropfen drumherum gemacht. Und da ist eben nochmal das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Die Frage ist, wer profitiert eigentlich wirklich von dem Krieg und für wen ist das eine Sache, ja, wo sich die Person profilieren kann und wo sie auch ordentlich Profit machen wird. Und da ist eben so die Situation. Ja, es geht auch um Technologie, es geht tatsächlich um chemische Waffen, um Gift und weitere solche Geschichten. Und ja, was auch ein bisschen ist, ist, es wird derzeit das Thema Pandemie und Gesetze zur Pandemie dadurch ein bisschen verdrängt. Ich bin mir wirklich nach wie vor immer nicht sicher, ob in irgendeiner Form wir tatsächlich in der Pandemie nicht schon massiv angelogen worden sind an ganz vielen Stellen. Und jetzt ja, macht man Gesetzgebung und so weiter und ein paar Profileure von der Pandemiezeit können jetzt nicht mehr so in den Vordergrund gestellt werden. Ja, also ganz lustig für unsere Innenpolitik finde ich, dass wir eine Situation haben, dass Lauterbach jetzt Bundesgesundheitsminister ist und der will ja immer noch weiter die Impfpflicht einführen, was eben auch zu dieser Position da in der Horoskop passen würde. Ne? Also Impfpflicht gehört zu Neptun und Fischen durchaus dazu. Gleichzeitig kriegt er aber nicht mehr diese Öffentlichkeitswirkung und diesen Öffentlichkeitseffekt, weil jetzt einfach andere Themen in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Und wie hat es jemand so schön gesagt, ja, in Deutschland kann man sich politisch immer nur mit einer Sache beschäftigen. Irgendwie schaffen die Leute das nicht, das anders zu machen. Und da ist halt wirklich die interessante Frage zu stellen, ja, wie geht es dann eigentlich mit solchen Leuten weiter? Ne? Er hat es dann ja nochmal mit seinen üblichen Propagandasprüchen probiert. Und so langsam, aber sicher, kommen die Leute wohl drauf, dass es schlauer gewesen wäre, die Virologin in der Familie zu fragen. Das heißt also nicht Herr Lauterbach, sondern seine Ex-Frau, die ja tatsächlich das dann auch studiert hat, ne? Wovon die ganze Zeit die Rede ist. Und die auch nicht mit so einer Panikmache arbeitet und all solche Geschichten. Ne? Diese Panikmache greift einfach nicht mehr und deswegen werden jetzt ja auch die ganzen Sachen aufgehoben. Das geht dann aber jetzt so nebenbei vorbei, weil man hat ja jetzt dieses Angstmodul Corona ersetzt durch das Angstmodul Krieg. Ja, also irgendwas mit Angst ist auf jeden Fall immer dabei und irgendwie scheint es nicht möglich zu sein, die Leute einfach mal in Ruhe zu lassen und in Frieden leben zu lassen. Das ist irgendwie derzeit in unserem Politgeschäft nicht vorgesehen und nicht drin. Und da ist eben halt auch dieses Thema mit den Fischen sehr stark ein Ausdruck davon. Und das, was ich vorhin eben schon sagte, die Art, wie Propaganda gemacht wird, denn als Nachrichten würde ich das jetzt nicht mehr bezeichnen, ist halt wieder mal extrem einseitig. Und was unter der Hand auch schon wieder läuft, das finde ich auch ganz interessant, die CDU-CSU ist nur abgewählt worden bei der letzten Bundestagswahl. Und das ist mir schon mal aufgefallen, als Schröder damals Bundeskanzler war. Kaum war der gewählt zum Bundeskanzler nach der Ära Helmut Kohl, wurde ständig an der SPD rumgemäkelt und es ging halt ständig darum, in irgendeiner Form da gegen einzuwirken sozusagen und zu kennzeichnen, dass die, wie soll man das sagen, dass die Bundesregierung die neue aus der SPD halt ein Pausenclown-Kabinett ist. Und wir haben halt eine sehr konservativ geprägte, CDU-geprägte Medienlandschaft und das zeigt sich halt auch jetzt wieder. Und ich für mich und für meinen Teil ärgere mich immer mehr, dass ich GEZ bezahle, weil wenn ich alleine schon die Nachrichten aufgeschlagen habe zu dieser einen angeblichen Spionin, da was ich vorhin eingeblendet habe, da fasse ich mir nur noch an den Kopf bei so viel Dummheit. Das ist, wie gesagt, überhaupt nicht hilfreich und Propaganda pur. Ja, also ich hätte gerne mal einen objektiven Bericht dazu, warum zum Beispiel die Russen immer noch der Meinung sind, dass sie die Ukraine anbinden müssen. Also was wäre die Gegenargumentation? Und wovor die eigentlich Angst haben, wenn ich eine Ukraine habe, die unabhängig von Russland ist. Abgesehen von diesem Pseudo-Argument der, oh Gott, NATO, die jetzt direkt neben ihnen sitzt. Das, glaube ich, nämlich ist nicht der einzige Grund, das ist einfach Blödsinn.
Dann haben wir eben dieses Riesenpaket da im Widder im 12. Haus. Und mein Geschichtslehrer hat immer gesagt, Alexander der Große hat dies oder das oder jenes erobert, ne? Wird historisch so gesagt. Und jetzt stell dich mal bitte die Frage, er allein? Nein, natürlich nicht er allein, ne? Da müssen viele Soldaten mit bei sein, da müssen Leute sich bereit erklären, mitzumachen, da muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und ja, so ein König oder ein Landesfürst oder in dem Falle jetzt ein Präsident, der braucht auch Berater. Und oh Wunder, auch Russland besitzt noch einen Außenminister. Und den hat es schon ziemlich lange. Und ich fand das insofern ganz interessant, da mal reinzugucken, weil Putin, Wladimir Putin, ist vage. Und Herr Lavrov, der Außenminister, ist Widder. Und das ist, wenn man sich das mal zusammen anguckt, auch eine ausgesprochen interessante Dynamik. Denn Lavrov ist ja schon viel länger, ich sage jetzt mal in Amt und Würden, als nur in der Putin-Ära. Und auf Lavrov werde ich dann auch irgendwann nochmal eingehen. Den halte ich nämlich, was Russland angeht, für jemanden, über den man auf jeden Fall sprechen sollte. Und wo man einfach mal gucken sollte, was ist eigentlich die Aufgabe, was tut eigentlich dieser Außenminister im Moment? Und ich habe das Gefühl, dass der im Moment heftig zu tun hat, was wir in der Öffentlichkeit so noch gar nicht mitkriegen, weil sich alles eben auf Putin konzentriert. Und da laufen im Hintergrund mit Sicherheit ganz andere Arbeitsfelder. Und da würde ich sagen, wäre jemand wie Lavrov deutlich interessanter, mal reinzugucken, was der im Moment tut und treibt. Und deswegen, ne, habe ich das eigentlich so für mich mal gedacht. Also, denn die Kriegsherren, die wirklich Ausführenden, sind ja ganz andere. Also diejenigen, die dort dann tatsächlich eben auch die Entscheidungsgewalt haben und die sich dann entsprechend mit der Materie auch auskennen und die die politischen Zusammenhänge und die historischen Zusammenhänge kennen. Das ist ja nicht Putin allein, der da die Ukraine überfällt, sondern da sind ja schon ein paar mehr Menschen noch mit dabei. Und da wäre eben noch die Frage zu stellen, wohin entwickelt sich das? Und wenn ich einen Widder habe und eine Waage und die sollen harmonisch zusammenarbeiten, dann kriege ich als Astrologe das leichte Lächeln und kann nur sagen, viel Spaß. Wenn beide dann machtgeil sind, das geht garantiert schief. So, und wenn sowas schief geht, dann haben wir eine Situation, dass natürlich dann meistens bei so mächtigen Menschen, die viele Leute befehligen und unter sich haben, der Staatsapparat sich in Bewegung setzt. Ja, so ganz langsam, aber dafür kontinuierlich. Und dann tragen alle anderen die Folgen. Die oben Stehenden, die mit dem Rambock mit aller Gewalt durchs Tor gegangen sind, das sind die, die du also dann am letzten sozusagen im aktiven Dienst auf dem Feld, auf dem Schlachtfeld siehst. Denn die bleiben hübsch zu Hause in ihren Bunkern und planen auf dem Reißbrett. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Lavrov mit einer Kalaschnikow irgendwo hinzieht und anfangen wird, sich mit irgendwem zu kloppen. Das passt nicht. Der wird andere losschicken. Und genau das Gleiche macht Putin auch. Ja, und da ist einfach dieses Machtvakuum. Weil denen geht's gut, ne? Also das heißt, während also in der Ukraine die Häuser zerbombt werden und im Grenzgebiet mit Sicherheit auch auf russischer Seite Bomben fallen und Häuser zerbombt werden, das sollte man nämlich bei der Gelegenheit nicht vergessen. Sitzen die warm und trocken, ne? Und haben ihr Essen wie sonst auch und so weiter und so fort. Also leidbringend und leidtragend die Führenden nie. Ja, außer wir haben so eine Situation wie im Zweiten Weltkrieg, dass dann wirklich bis in die Stadt, in die Hauptstadt reingekämpft wird, also bis das Ganze dann nach Berlin war und dann die Führenden irgendwann gemerkt haben, so, okay, jetzt geht es ihnen an den Kragen und dann haben sie sich per Suizid verdrückt vor der Verantwortung. Gut, das haben wir hier alles noch nicht. An der Stelle sind wir noch nicht. Aber da werden auf jeden Fall noch ein paar andere Personen interessant werden. Und da komme ich gleich noch zu ein paar anderen, die ich persönlich an der Stelle da noch interessant finde. Jetzt seht ihr hier in der Aufnahme so ein gelbes Dreieck. Und da ist die Venus drin, da ist Mars drin, da ist Saturn drin. Und ich nehme da jetzt mal schon ganz stark Bezug auf Herrn Zelensky, denn das ist auch für mich der Übergang in seine Biografie rein. Ich sage es mal einfach so, ja, ich kann mir vorstellen, dass er und seine Familie da ganz schön angegriffen sind. Auf der anderen Seite hat er in seiner Frau auch einen sehr starken Rückhalt, wenn man es jetzt so anguckt. Und das ist halt auch genau der Punkt. Die Frauen sind auf die Flucht gegangen, da haben die und die Männer sind im Land geblieben. Und man macht da etwas sehr Traditionelles draus, was zum Saturn auch passt, was mich aber einfach in der heutigen Zeit auch ein bisschen wundert. Man schickt die Frauen und die Kinder raus, das ist so wie Frauen und Kinder zuerst beim Schiffsuntergang. Nachdem die Ratten von Bord sind, gehen die Menschen in dieser Konstellation, Entschuldigung, bisschen bösartig der Vergleich, ich weiß. Und dann geht das Ganze aber raus. Nun haben wir historisch etwas, was mir einfach gerade so in den Geist springt. Wir haben die Situation von
der Königin Mutter Elisabeth und von König George von Großbritannien, die ja im Zweiten Weltkrieg dann auch tatsächlich nicht aus London rausgegangen sind, sondern nur ihre Töchter Elisabeth und Margaret rausgebracht haben aufs Land, was ja viel sinnvoller war und wo Elisabeth Queen Mom ja auch ganz klar gesagt hat, sie bleibt in der Stadt bei ihrem Mann und wird die Londoner unterstützen. Und so ein bisschen die Tendenz sehe ich hier bei Zelenskis auch, dass eben der Versuch auch gemacht wird, sozusagen sich da auch als Paar hinter die Leute zu stellen. Das ist an sich eine schöne Sache, das ist ja auch sehr würdevoll und sehr verantwortungsbewusst. Aber ja, da ist halt wirklich auch die Frage zu stellen, wie lange geht das gut? Wie gesagt, tatsächlich glaube ich nicht, dass Zelensky akut gefährdet ist, dass er umgebracht werden soll, denn so bescheuert wie das klingt, Putin sucht, er ist vage und Zelensky ist Wassermann, eigentlich den Dialog. Und macht es aber auf eine ganz bekloppte Weise deutlich oder ist so, das ist so ein Doppelbein, so eine Doppelbein-Information, die da ausgesendet wird. Also ich drohe dir, ich mache schon mal ordentlich was kaputt und richte Schaden an, ohne Ende, ich schaffe Fakten und gleichzeitig immer dieses, aber sprich mit mir, aber sprich mit mir. Das ist wie so eine ganz komische abhängige Beziehungsform. Das finde ich sehr, sehr gestört, muss ich ehrlich sagen. Und also sehr, sehr schwierig auch in der Art der Umsetzung. So, und das hier, Wassermann, ist auch ein Zeichen, man soll die richtigen Freunde haben. Jetzt ist die spannende Frage, was sind die richtigen Freunde? Also Steinbock, Quatsch, Steinbock, Saturn, gehört als Planet zum Steinbock, jetzt ein richtiges Deutsch. Und in den Wassermann ist aber auch der Planet der USA. Und lustigerweise auch einer der Planeten, die für Russland stehen, neben dem Uranus. Dann haben wir die Venus. Venus und Mars stehen so für die europäischen Länder, also für die Europäische Union, würde ich sagen, steht die Venus. Und Mars tatsächlich noch so für diesen ganzen Teil Polen, also für die, wo jetzt die ganzen Flüchtlinge erstmal hinmarschiert sind, die damit jetzt im Moment auch sehr, sehr eng konfrontiert werden. Und dann ist halt jetzt wirklich die spannende Frage, wie geht man damit um? Weil ja, das ist keine einfache Sache, die man so mal eben kurz macht. Was kommt auf uns zu, bezogen auf den Neumond und auf die ganze Zeit im Widder jetzt? Es kann ganz, ganz übel eskalieren, weil die Tendenz zur Eskalation ist im Moment da. Ach so, und ich wollte noch was sagen zum Thema, welche Personen stehen denn eigentlich bei Herrn Zelensky? Und tja, es klingt jetzt etwas bescheuert, aber ich glaube, die Brüder Klitschko werden in eine Verantwortung kommen. Wenn ich das richtig erinnere, war es ja so, dass Kiew erobert werden sollte 2014, 15. Und dann gab es dort eine Form von Revolte in Anführungszeichen. Und es ist so gewesen, dass, Entschuldigung, ich bin ziemlich erkältet im Moment. Ich glaube, man hört es und jetzt hat man es auch noch deutlich mitgekriegt. War es ja so, dass dann in so einer überhaupt nicht geplanten Aktion einer der Klitschko-Brüder, ich glaube, mir Klitschko, dort den Posten des Bürgermeisters übernommen hat. Und ich glaube, dass das tatsächlich, ja, ich sage es mal einfach so, Zelensky wird nicht so lange meiner Meinung nach regieren, wie sich manche Leute das wünschen. Eine zweite Amtszeit sehe ich nicht. Ich sehe diese Amtszeit und vom Bürgermeister der Hauptstadt hin zum Präsidenten des Landes, auch wenn das im Moment vielleicht noch gar nicht der Plan ist, ist für mich nicht so ein sonderlich weiter Schritt. Und das haben wir ja auch ganz lebenspraktisch und etwas näher mit den Bürgermeistern von London erlebt, ne? Also Boris Johnson ist jetzt, ne, die leitende Person in Großbritannien und Entschuldigung. Und das könnte ich mir für den Klitschko-Bruder auch vorstellen. Dann hat er allerdings eine andere Position als Lavrov. Der möchte, glaube ich, nicht mehr Nachfolger von Wladimir Putin werden. Und was ganz interessant ist an den beiden, an den ganzen Ukrainern, ne, die dort in den Machtpositionen sitzen, das sind für mich, deswegen habe ich Harry Potter da so mit reingebracht, so Leute, die sich die Macht nicht ausgesucht haben. Die sind nicht losmarschiert und haben gesagt, oh, ich werde jetzt Berufspolitiker. Und dann mache ich das mal eben so, sondern das sind alles Leute, die, ich sage jetzt mal einfach aufgrund von Haltung und Charakterlage gesagt haben, ich werde jetzt angesprochen, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen.
Und aufgrund des Gefühls, ich möchte Verantwortung übernehmen für das Land, in dem ich aufgewachsen bin, für unsere Freiheit, für was auch immer dann deren Issues sind, so kommen diese Leute an die Macht. Und das ist etwas, da muss ich sagen, das finde ich also auch sehr, ja, zumindest zu respektieren. Also, dass es nämlich Leute sind, die im Gegensatz zu unseren Berufspolitikern, gerade in Deutschland zum Beispiel, wirklich diese Aufgabe übernehmen, weil sie das Gefühl haben, das ist eine, ja, nicht Verpflichtung, sondern das ist wirklich etwas, was nichts mehr, was über sie als Persönlichkeiten hinausgeht. Und das passt auch zu diesen starken Wassermann-Aspekten, die hier sind. Also das heißt, ich werde mich also auch astrologisch mal mit den Klitschko-Brüdern beschäftigen, als nächstes dann als weiteren Aspekt hier bezogen auf diesen Ukraine-Konflikt. Wie gesagt, ich gehe völlig anders damit um, als es vielleicht manche astrologischen Kollegen machen. Ich laufe da mehr meiner Intuition nach, weil ich festgestellt habe, wenn ich mich auf die verlasse, läuft es meistens besser. Und das ist so, wie wenn ich so ein bisschen so Durchsagen bekommen würde. Und jetzt gucken wir uns mal dann Herrn Zelensky an. Und er soll sich ein bisschen entspannen, der Mann. Ich muss es leider ganz knall sagen, ich glaube nicht, dass seine Frau und seine Tochter angegriffen werden, weil das würde einfach eskalieren und das würde die nächste Geheimdienstorganisation in umgekehrte Richtung gegen die Ehefrau von Wladimir Putin, auch wenn die geschieden sind, bedeuten und seine Kinder. Und das ist nicht der Sinn der Übung. Das ist, hier läuft was aus dem Ruder, was eigentlich in einem Gespräch zu klären wäre. Liebe Leute, setzt euch bitte zusammen. Ich glaube, ihr müsst lernen, miteinander zu reden. Das ist wirklich gruselig. Das ist eine toxische Ehe, eine toxische Beziehung, was da Russland und die Ukraine miteinander durchziehen. Sie können nicht ohne einander und sie können nicht miteinander. Und weil sie bestimmte Sachen unbedingt festzimmern müssen und nicht loslassen können, geraten viele, viele, viele andere Leute und viele Menschen in eine ganz beschissene Situation. Das funktioniert so nicht. Ihr müsst das stoppen. So, an alle Zuseher, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich bin ziemlich erkältet. Ich habe wahrscheinlich sogar Covid. Mein Test war jedenfalls positiv. Und jetzt müssen wir mal sehen, was der Arzt dazu sagt, später. Aber jetzt ist erstmal so, dass ich deswegen an dieser Stelle das Video unterbreche und wir werden dann 70a machen, wo ich dann tatsächlich in die Biografie von Zelensky einsteige. Mir geht es so dreckig. Ich habe gestern den ganzen Tag im Bett gelegen. Heute ist schon Montag, der 4. Und jetzt mache ich wenigstens den Teil, den ich schon mal fertiggestellt habe, für euch zur Verfügung. Und eine kleine Korrektur natürlich, ist es Vitali Klitschko und nicht Wladimir Klitschko, der Bürgermeister von Kiew ist, seit 2014 nochmal hier eingeblendet. Aber daran merkt man einfach, dass ich jetzt erstmal eine Pause brauche und stundenweise sozusagen dann die Horoskope und die ganzen Sachen weiter bearbeiten werde. Das klingt vielleicht blöde, aber sowas ist auch irre anstrengend, das zu machen. Ja, also wie gesagt, geht dann weiter in den nächsten Tagen immer so stückweise und abschnittsweise mit dem nächsten Teil. Denn ich habe es eigentlich schon vorbereitet und müsste noch die Texte einsprechen und es eben zusammenschneiden, aber ich war jetzt heute schon wieder 3 Stunden am PC und jetzt bin ich einfach durch. Ja, wie gesagt, das nächste Video 70a kommt dann.